Herzlich willkommen auf meinem Multikulti Channel. Ich bin's euer Laser und heute machen wir ein schönes Unboxing. Und zwar geht es heute um eine Lidl-Woche, die wir hier unboxen. Und zwar hat Lidl ein paar Sachen, die möchte ich euch heute mal zeigen im Angebot. Wie ihr wisst, ist das hier meine alte Löthilfe. Ich habe mir hier so eine LED-Beleuchtung angebaut. Die funktioniert eigentlich auch ganz gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Also sie leuchtet sehr gut aus. Problem bei der ganzen Geschichte ist, diese Löthand kennt vielleicht jeder von euch. Die hat vielleicht sogar jeder von euch. Das Problem ist, ich habe die voll angezogen, also wirklich übelst fest angezogen und trotzdem bewegt sie sich. Und das ist tierisch nervig, wenn ihr hier am Löten seid und plötzlich der Arm sich verdreht oder die ganze Konstruktion sich verdreht, weil hier alles locker ist. Wobei das alles festgezogen ist. Und ich habe das hier wirklich schon so derbe festgezogen, dass man es schon sieht, dass sich hier diese Metallplättchen hier sogar schon verbiegen. Und das überall, ne? Hier auch schon, am Arm. Dann ist das Problem, dass diese kleinen Ärmchen sich hier verbiegen und ja, das Ganze so ein bisschen unstabil ist. Wie wir sehen, wackelt das alles, bewegt sich alles und so. Und das nervt so nach einer Zeit. Ja, so, daraufhin hat Lidl nämlich jetzt. Ja, und zwar haben wir hier eine Feinmechaniker LED-Lupe. Ja, so benennen sie es. Ich sag dazu dritte Hand. Diese dritte Hand gibt es bei eBay auch in verschiedenen Versionen. Und zwar blende ich euch die mal ein, das geht so bei 21 Euro los und endet dann, glaube ich, irgendwo so bei 10 Euro in dem Dreh. Lidl bietet das hübsche Teil hier für 5,99 Euro waren das, glaube ich, an. Und das gucken wir uns jetzt mal an, weil ich erhoffe mir dadurch eine bessere Löthalterung. Da haben wir einmal den schweren Fuß, dann hier diese Pädchen und da werde ich mir nämlich gleich eins rausholen. Und so ein Pädchen kommt bei mir gleich in die Actioncam rein, dann beschlägt die nämlich nicht mehr. Das machen die nämlich da rein, damit die Feuchtigkeit, die hier entsteht, nicht aufs Material geht und das hier anfängt zu rosten, haben sie diese Gelpads da drin. Das werde ich auch in die Action Cam packen. Mal als Zwischentipp. So, dann haben wir hier noch das Teil drin und wir haben 3x8 eine Bedienungsanleitung und dann ist der Karton auch schon leer. Da haben wir noch so ein Gelpad und dann ist das auch schon gewesen. Ja, die Bedienungsanleitung brauchen wir nicht. Die Batterien finde ich cool. Ist wirklich eine coole Sache, muss ich sagen. Weil, wie gesagt, oh, von Panasonic sind die sogar. Nice. Panasonic Batterien. Richtig stark. Wenn wir überlegen, dass wir hier bei 5,99 € liegen. Oh, die sind aber super leicht. Scheinen wohl super billige zu sein. Kohlebatterien oder wie heißen die? Die so super leicht sind. Die sind richtig leicht. Dann gucken wir mal hier rein. Hier haben wir die Lupe. Und ja, hier haben wir, wow, alter Schwede, okay, das ist ein Riesenglas. Also wir haben hier eine Riesenlupe, im Gegensatz mal zu dem alten, ist hier ein Riesenteil. Und das alte hat nur eine Lupe, wie wir sehen. Und das neue hat sogar noch eine zweite Lupe, ne? Eine zweite Vergrößerung. Und wie wir sehen, ich brauche mal was als Beispiel. Und das, die kleine Lupe, da seht ihr selber, die vergrößert nochmal. Ein größer. Ja, richtig starkes Teil. Dann haben wir hier unten zwei LEDs und hier oben eine Klappe mit einem An- und Off-Schalter. Da kommen nämlich die drei Batterien rein. Oh, hier mit diesem Bändchen, das kenne ich ja nur noch aus meiner Kindheit. Da legt man das Bändchen so rüber und dann so leicht schräg müsst ihr das legen. Ein Tipp von mir. Und dann müsst ihr die Batterien reinmachen. Ihr braucht nur die erste Batterie mit dem Bändchen einfädeln, weil dann könnt ihr nämlich einfach ganz leicht hier dran ziehen und dann kommen die Batterien wieder rausgeschossen. Das gab es damals. Wow. Dass ich das mal wieder sehe, ist ja der Wahnsinn. Ja, ordentliches Licht, muss ich sagen. Ordentliches Licht. Ja, schön. Zwei schöne, kräftige LEDs. Richtig schön. Toll. So, geht's weiter zu dem Aufbau. Ja, ich finde diesen Aufbau natürlich genial. Ich erhoffe mir natürlich durch diese Lötstation, dritte Hand etc. Jetzt muss ich mal kurz gucken, was ist hier los. Okay, erstmal alles locker schrauben. Ist hier alles verkantet. Mhm. Ja, da, hier sind so kleine Drehrädchen, wie wir schon sehen. Und da erhoffe ich mir mehr Stabilität raus. Wir haben hier sogar noch einen Löthalter. Einen richtig festen. Das ist auch richtig stark. Kann man den drehen? Oh, der ist hier hinten festgeschraubt. Sehr gut. So, ich habe den mal verstellt.
damit er uns jetzt hier nicht gleich bei der dritten Hand im Weg ist. Die hier ist übrigens locker, die muss man erstmal arretieren, damit die in den Karton passt, da haben die das gemacht. Das mache ich mal eben. Ja, da sind wir wieder. So sieht die ganze Geschichte aus. Das Coole ist, hier sind so Drehgelenke, die kann man dann so wegdrehen. Da wäre das Ganze aber ein bisschen instabil, wie ihr seht. Der Fuß hier ist aus massivem Guss. Hier ist noch eine Einlagefläche. Vielleicht kann man hier einen Schwamm mit reinpacken. Mit bei war keiner, aber ist Platz für einen Schwamm. Wir haben hier halt eben die dritte Hand. Ich finde, die ist von der Qualität her okay. Ist auch alles noch wackelig, wie wir sehen. Vielleicht das Ganze mal ein bisschen entfetten und anrauen, ein bisschen mit Schleifpapier, damit das Ganze so ein bisschen festen Halt kriegt. Aber ansonsten lässt sich das hier sehr gut alles arretieren. Mit den Handschuhen ein bisschen schwierig, aber es geht. Wir können die Zangen austauschen. Die kann man hier einfach aufdrehen und dann kann man hier die Zangen rausnehmen. Das finde ich ganz gut. Bei dem anderen ging das, glaube ich, auch. Dann kann man die auch umdrehen. Finde ich ganz gut. Ist absolut in Ordnung. Vielleicht habe ich sie auch falsch rum dran. Das Ganze kann man dann hier auch abschrauben, umdrehen, etc., wie man es gerne möchte. Ihr seht aber durch die schwere Lupe, wäre das Ganze ein bisschen, ja, vielleicht kann man sie auch hochklappen, dann wäre das Ganze wieder ein bisschen stabiler. Man kann das sich hinbiegen, wie man möchte, aber das Ganze sieht schon gut aus. Und was ich halt hier eben cool finde, ist, wir können hier die Arme schön zusammenschieben und dann können wir Punkt auf Punkt löten. Was ich ein bisschen ärgerlich finde, was nicht so gut ist, dass wir hier jetzt nicht mehr so eine Gelenke haben. Und das finde ich ein bisschen schade, weil das mit den Gelenken war schon ganz cool. Bei dem ist das alles fest und arretiert, aber macht auf mich auch einen besseren Eindruck, muss ich ganz ehrlich sagen. Dafür können wir das hier in der Neigung und alles biegen. Und wir können uns hier unsere Lupe drehen, zack, und haben hier richtig schöne LED-Beleuchtung mit einer schönartigen großen Vergrößerungslinse. Ja, durch die Kamera ist das jetzt gerade ein bisschen schwierig, das so einzufangen. Aber ihr wisst ja, wie es ich meine. Ja, mit LED, mit Batterien, alles drum und dran, ein sorglos Paket. Wir haben hier eine dritte Hand und jetzt probieren wir nochmal den Halter aus, ob der dann auch funktioniert für Lötkolben. Ja, wir sehen hier, gibt es Probleme mit diesem Schutz, aber im Notfall, wenn wir uns hier so einfädeln würden, wird der auch hier drin halten. So, ist halt ein bisschen fummelig, den hier rauszukriegen, aber es würde gehen. So, würde funktionieren, ne, und hält auch. Dass sie den Fuß immer so klein machen, anstatt sie den mal ein bisschen breiter machen. Ich habe hier noch einen anderen Lötkolben, den benutze ich ja momentan. Und dann gucken wir mal, wie es bei dem aussieht. Da sieht das Ganze schon auch besser aus und funktioniert auch. Wie gesagt, man kann ja mit einer Schraube den hier lösen und dann kann man sich den ja auch noch anders drehen. So war der am Anfang und so passt er auch. Und dann ist halt hier die dritte Hand. Das finde ich eigentlich ganz cool, ist eigentlich eine richtig starke Lötstation, finde ich. Und besonders für den Preis unschlagbar. Wir haben hier jetzt, was haben wir bezahlt? 5,99 €. Hier haben wir eine richtig klasse Lupe, einen schönen Dreiarm, einen Lötkolben, hier so einen Halter. Dann haben wir hier unten so ein Schwammfach. Wir haben hier die dritte Hand, Licht, LED-Beleuchtung und das für 5 Euro. Ja, macht alles auch einen coolen Eindruck. Wir können hier alles schrauben. Denkt dran, das ist Guss. Das heißt, das gibt auch irgendwann nach. Also nicht übertreiben beim Festschrauben. Ja, und dann sitzt das Ganze auch einigermaßen fest. Ja, ihr seht, so ein bisschen locker. Aber das werde ich noch entfetten, ne? Das Ganze hier hat so einen leichten Fettfilm drauf, damit das wohl nicht rostet. Ja, das werde ich nochmal alles entfernen und dann dürfte das Ganze auch halten. Ja, das ist mal jetzt so ein Vergleich. Könnt ihr euch ja eure eigene Meinung bilden. Weiter geht's. Kommen wir zum nächsten. Das nächste ist ein Akkuschrauber von Pexite, genauso wie die Lupe. Den habe ich so noch nie in meinem Leben gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir haben hier Lithion-Technik drin. Wir haben 3 Jahre Garantie, TÜV getestet mit wie viel? 3,6 Volt, 1500 mAh Akku drin. Leerlaufdrehzahl haben wir ca. 200 in der Minute. Enthaltenes Zubehör 14 Bit, davon 9 in der Wechseltrommel, ein magnetischen Bitverlängerung und eine Tasche. Ja, ein Ladegerät auch noch dabei. Wir gucken uns das jetzt mal an. Hier in so einer schönen Blisterpackung. Die Pappe ist eigentlich nur Deko. In so einer schönen, oh, ekelhaften Blisterpackung. Pack das mal eben aus. Da haben wir es offen. Hier ist noch eine Bedienungsanleitung. Ja, der Akkuschrauber hat 17 € gekostet. Wir haben hier ein normales Ladegerät.
Wir haben hier noch so ein paar Bits. Wir haben hier eine Tasche mit Gürtelclip hinten. Ist nichts Besonderes, die Tasche. Wir haben hier eine Verlängerung, von der man bestimmt auch schon 1000 Stück hat. Und ja, hier kann man halt den Akkuschrauber reinhängen, wie so eine Pistole. Ja, ganz nett, wenn man den auf Montage mitnimmt, ist das vielleicht eine ganz coole Idee. Aber so für zu Hause ist die Tasche eher nutzlos. Ja, hier haben wir auch noch verschiedene Halter. Und jetzt kommen wir mal zum Akkuschrauber. Wie gesagt, das ist Lithium. Fand ich eigentlich ganz gut. Wir haben hier wieder mit LED unten. Die ist schön hell, muss ich sagen. Wir haben hier Rechts-Links-Lauf. Und was ist das Besondere an dem? Ja, wir haben hier sogar oben eine Anzeige für die Energie. Wie voll. Und zwar rot, orange, grün. Wir haben Linkslauf, Rechtslauf. Ordentliches Drehmoment. Also der hat echt Power. Das kann ich jetzt schon sagen. So, kommen wir zu dem Highlight. Das Highlight ist, wir können ihn auseinanderschieben und dann haben wir hier eine Trommel drin. Und in dieser Trommel können wir 9 Bits reinpacken, Leute. Jedes Mal, wenn wir den aufschieben, können wir hier die Trommel dran drehen. Zack, und dann kommt hier vorne der passende Bit. Dann hakt das kurz ein und funktioniert. Zack, rausziehen, auswählen, reinziehen. Zack. Ich finde das tierisch geil. Ohne Witz. Und zwar hole ich die jetzt mal alle raus. Das ist wie so eine Knarre. Richtig cool gemacht. Bis gleich. So, da haben wir alle Bits draußen. Ich finde das ja tierisch genial. Hier haben wir jetzt verschiedene Kreuz- und Schlitzschraubendreher drin. Oder Bits besser gesagt. Und ja, ist eine ganz nette Sache, wenn man überlegt, hier ist es auch noch die passenden oder die Standard-Torx und die Standard-Imbusschrauben, die man für so IKEA-Möbel braucht, sage ich jetzt mal. Ja, wir haben hier noch eine Bitverlängerung. Die ist auch ganz brauchbar. Und das Ganze funktioniert so nicht. Das heißt, so dreht der Leerlauf. Es muss schon reingeschoben werden. Und dann funktioniert das Ganze. Man kann hier die Verlängerung anschrauben. Beim Rausziehen ist klar, funktioniert nicht. Das funktioniert nur mit Bits. Aber es funktioniert, die Verlängerung. Ich gucke jetzt mal. Oh, doch. Oh, der hat ordentlich Power. Ja, doch, der hat gut Power. Autsch. Der hat gut Power. Und was habe ich jetzt vor mit dem? Kann ich euch ganz leicht sagen. Ihr kennt das selber. Ich habe jetzt mal hier meinen Bitkasten hingestellt. Und ihr kennt das vielleicht selber. Ihr habt als Beispiel, ihr habt jetzt euren Akkuschrauber hier. Und ihr müsst immer die Bits wechseln. Ne? Und dann hängt ihr hier. Und dann habt ihr 1000 Bits auf dem Tisch rumliegen. Meine Idee war jetzt, ich finde den Black & Decker gut, weil er hier einen Drehmomentschutz hat. Das heißt, wir können hier die Schrauben nicht überdrehen. Für unsere Modelle perfekt. Hat er natürlich jetzt nicht, da muss man ein bisschen aufpassen bei dem. Aber wir haben hier halt eben die Trommel, das heißt, ich kann mir hier meine passenden Imbus reinsetzen. Und zwar einmal Imbus 1,5, zack, drehen, 2, zack, da fehlt einer, 3, zack und 4. Aber ich glaube, 4 haben wir gar nicht bei uns, oder? Bin ich mir gerade nicht, nee, 4 haben wir gar nicht. 4 gibt es nicht. Oh, die kleben sogar richtig klasse. Innen drin ist sogar ein Magnet. In der Trommel haben wir jedes Mal einen Magnethalter. Das ist ja stark. Das heißt, die fallen auch nicht einfach so raus. So, 4 haben wir gar nicht. Das heißt, 3, 2,5, 3, 2,5, 2 und 1,5. Das sind so die Standardbits, die wir brauchen für unser Modell. Dann nehmen wir noch richtig geile Kreuzschraubendreher. Ich gucke jetzt gerade mal, welche ganz gut ist. Nehmen wir hier mal einen dicken. Den setzen wir rein. Zack. Dann einen etwas dünneren. Zack. Jetzt noch einen ganz spitzen für ganz feine Schrauben. Zack. Und jetzt könnte man noch theoretisch Spezialbits benutzen, etc. Na, also ihr habt hier noch so viel Platz. Hier haben wir jetzt noch 1, 2, 3. Ich hatte jetzt hier noch 2 Plätze. Und jetzt ist halt eben der Gedanke dahinter. Zack. Wir haben hier unseren Imbus. Haben den ausgewählt, können den benutzen. Ich sag hier, ich brauche aber jetzt eine Nummer größer. Zack, haben wir den. Na? Zack, ich brauche jetzt aber ganz schnell einen Schraubendreher. Zack, habe ich den Schraubendreher. Zack, ich brauche den Imbus doch nochmal wieder. Also kann mir keiner erzählen, dass das nicht schnell ist, dieser Wechsel. Ja, das ist ja echt genial. Hier oben sehen wir denn immer noch, welche wir jetzt gerade ausgewählt haben. Die kann man hier oben auswählen. Ich finde, das ist eine geniale Sache. Sie hängen alle fest drinne, nichts kann rausfallen. Ja, richtig cool. Mal gucken, wie lange der hält. Bin ich mal gespannt. Hier ist ein schöner Gummigriff. Man kann das auch so machen, dass man einen freilässt einfach
und dann das so macht, dass hier keiner rauskommt. So werde ich das wohl auch machen. Ja, ich finde ihn richtig cool. Schön griffig das Ganze. Macht einen soliden Eindruck. Die Ladetechnik ist jetzt nicht die beste, aber soll ja auch nur funktional sein. Ja, das war's zu dem Akkuschrauber. Wie gesagt, 17 Euro irgendwas hat er gekostet. Und ich finde, zum Testen habe ich mir den einfach mal geholt. Und ich finde diese Idee hier ganz lustig mit dieser Trommel hier innen drin. Einfach genial. Ja. Ja, das war's mit dem Unboxing. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns in meinem nächsten Video. Tschüss, Leute.